Weniger Autoverkehr in der Wiener Innenstadt. Die SPÖ will das jetzt verordnen und mit Hilfe von Kameras überwachen. Ein Konzept der Grünen zur Verkehrsberuhigung von vor 2 Jahren wurde wegen rechtlicher Bedenken auch beim Datenschutz nicht weiterverfolgt. Das damalige Konzept wäre ohne Kameras gewesen. Jetzt melden sich die Datenschützer wieder, vor allem wegen der Kameras. An fast allen der 38 Zufahrten in den ersten Bezirk Kameras, zahlreiche Ausnahmen, 30 Minuten Durchfahrt erlaubt und laut einem Zwischenbericht eines Gutachtens 14% Verkehrsreduktion. So sieht es der derzeitige Entwurf der Stadt vor. Keine Kameras, dieselben Ausnahmen, keine 30 Minuten Durchfahrt, aber laut Gutachten der Universität für Bodenkultur 25% weniger Verkehr. Das wollten die Grünen noch vor 2 Jahren umsetzen. Datenschützer laufen gegen das Kameravorhaben der Stadt Sturm. Die Gutachten sehen sie als Bestätigung. Das Ganze wäre also viel billiger und viel effizienter gewesen und noch dazu datenschutzfreundlicher, einfach indem man mit Planquadraten arbeitet und einfach die Durchfahrt durch den ersten Bezirk ein bisschen erschwert, anstatt einfach nur die Bevölkerung voll zu überwachen, wie hier, dass an auf jeder Ein- und Ausfahrt in den ersten Bezirk vom Ring auf einmal Kameras stehen. Auch die Kosten wären unterschiedlich. Bei dem SPÖ-Modell geht man laut Zwischenbericht von 18,6 Millionen Euro an Investitionen aus, 2,4 Millionen für den laufenden Betrieb pro Jahr. Für das Projekt ohne Videokameras gehen Schätzungen von unter 500.000 Euro Gesamtkosten aus. Verkehrsstadträtin Siemer verweist auf den ausständigen Endbericht des Gutachtens der Stadt. Wie viel und wie hoch tatsächlich sozusagen die Verkehrsreduktion ist, das wird gerade noch erhoben. Da gibt es noch keine endgültigen Zahlen. Da sind viele Modelle neu gerechnet worden, weil die Zahlengrundlage auch sehr, sagen wir mal, wackelig war. Siemer hofft, Ergebnisse noch im Herbst präsentieren zu können. Beim Modell der Grünen hat Bürgermeister Ludwig vor der Wienwahl 2020 ein Veto eingelegt. Es gab rechtliche Bedenken, auch beim Datenschutz. Damals der Datenschutz mit ein Grund war, wieso man gesagt hat, das geht alles nicht, weil wenn die Leute dann irgendwie Zettel in die Windschutzscheibe reinlegen müssen, verstößt das gegen den Datenschutz. Und jetzt ist eine volle Überwachung der Innenstadt mit dem Datenschutz kompatibel. Also hier hat man einfach mit zweierlei Maß gemessen. Die Verkehrsstadträtin verweist auf das Gutachten von Städtebund und Klimaministerium, das datenschutztechnisch grünes Licht gibt. Warum die weiteren rechtlichen Bedenken nun nicht mehr vorhanden sind, darauf hat es aus dem Büro des Bürgermeisters keine Antworten gegeben. Musik